So, schön, dass du heute wieder da mit bei bist. Ich habe ja letztes Mal hier bei den Typen da die ganzen Aufgaben abgegeben von den ganzen Gräbergebühren und so weiter von den drei Leuten. Und jetzt soll ich, hat er mir ja letztes Mal gesagt, eine Waffe für ihn finden, oder hat er besser gesagt für mich, die er versteckt hat, irgendwo auf ein Klo. Tja, ich bin mal gespannt, wo. Ich wollte mir nebenbei noch so ein bisschen Wurst abschneiden und abpuhen und so weiter, damit ich nachher mal essen kann. Jetzt geht's nicht. Gut, schön ein bisschen sauber machen, weil sonst fettig, so ölig. Okidoki. Dann versuche ich heute mal eine Waffe zu finden. Irgendwo in einer Kantine. Also hier ist ja die Kantine. Auf dem Klo. Und bin ich mal gespannt, was das für eine Geheimwaffe ist. Wo ist denn das Klo? Alles klar. Oh Gott, ist das dunkel hier. Dunkel, man sieht ja kaum was. Ich habe keine Taschenlampe. Versiegelt. Schade. Ralf Siegel hat versiegelt. Ey, warum ist denn hier kein Licht mehr? Haha. You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Weil ich den Strom umgeleitet habe damals. Ich würde noch ein wenig plaudern. Go ahead. Kann ich eigentlich nehmen, was ich will, das ist egal, ne? The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out. Okay, lass mal. Bing, bing, bing. Okay, auch versiegelt. Nee. Das ist echt blöd. Soll hier auf dem Klo was sein? Aber ach, dahinter. Warte mal. Versiegeltes Bündel aufheben. Boah, 2143. Alles klar, kehre zu Ludwig zurück. Na gut. Dahinter. Dachte mittendrin oder sonst wo. Okay. Dann wieder zurück zu Ludwig. Ja, diese Folge nehme ich heute auf am 5.9. 1:07 Uhr mitten in der Nacht. Am Tag habe ich auch wieder einiges hochgeladen an Videos. Dark Souls und Bioshock und so weiter. Ja. Und dann auch hier von diesem Spiel habe ich eine Folge hochgeladen. So. Okay, grün ist da, da müsste ich hier eigentlich. Ja, genau, das war ja der Angsthase da sozusagen. Hep. Oh. Aua. Ah, das hat Aua gemacht. So, bin wieder da.
Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Ich habe das von dir erwähnte Paket gefunden. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice Injury Customizing Unit. Designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand bolts in its guts. With compliments from old Ludwig. Mark 2 Zap. Okay, und was jetzt? Wie genau soll ich diese Läsionsverstärkungseinheit verwenden? Genau, frage ich das erstmal. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Reed hat mir von den Code gegeben. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Okay. Wie stellt ihr das vor? There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Kann nicht so schwer sein. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Was könnte ich denn da mal nehmen? Da habe ich ja schon Mod draufgeknallt. Da auch. Sturmgewehr. Warte mal. Installierte Dingen. Flüsterrohr. Ich nehme das Flüsterrohr. Genau. Dieses Magazin, Mag 2 Zap. Ja. Zack. So. Ist da wieder was Grünes? Ja. Na gut. Warte mal, Karte. Das Grüne ist hier hinten. Stirbroboter. Okay, ja.
Besorge ein Logikmodul. Na gut, mal sehen. Dann würde ich sagen, geht doch hier außen rum. Snap da 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 da. So. Hoppala. Und hepp. Dann muss ich mir wieder ein Modul besorgen. Aber schon genug Roboter umgebracht. Dann käme ich also mit aus. This is the simple truth. We are all molecular machines. The body is a collection of atoms. The mind is a consequence of chemical reactions. Therefore, our lives are predestined along a path that is only visible in retrospect. Life is fated and unstoppable. I don't know, Mr. Vicker. That seems like quite a leap. Konzerndienstauszeichnung. Ah ja. Hab wieder was entdeckt. Gut. Ach Mensch. So. Moment. Geh weg, du Vieh. Hallo? So. Ach, da ist ja noch einer. Moment. Bam. Der hat nix. Der hat nix. Der Hund. Aber der hat was. Eine Halskette. Rüstungsteile. Okay. Bin ich wieder hier bei den Kraftwerken. Tja. Wo ich einmal den Strom umgeladen habe. Na gut. Dann gehe ich mal wieder hier rein. Okay, jetzt habe ich zwei von den Dingern hier drin auf mein Radar. Hm.
weiter. Bist du irgendwo hier? Da auch nicht. Schlüsselkarte der Sicherheitsschlüssel. Okay. Es gibt eine Tür, die sich mit dieser Karte öffnen lässt. Ist dann welche Tür? Vielleicht die da? Ist es die da oder die da? Mit Schlüsselkarte, das Sicherheit und so weiter aufschließen. Jo. Waffenteile. Ein Logikmodul. 2001, super. Dann nochmal ein bisschen knacken. Oh Gott, Waffen, Alter. Mann. Oh Gott. Okay, alles mitnehmen. So. Schwere Munition. Jawohl, wird auch mitgenommen. Gut. Dann kann ich wieder nach draußen gehen. Na, Kleiner. Der macht jetzt gar nichts. Lalalalala. Ja. Ach jo. Das ist so schön, das macht so Spaß hier. Da di di di, da 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 da. So, ich muss in die Richtung irgendwie. Ist ja nichts mehr. Nein. Hopp. Hep. Ich will mal hier gucken aus der Entfernung. Und dann hep. Jawohl. So, hier jetzt. Oh. Okay. Plitzi, plitzi, platze. Plitzi, plitzi, platze. Lüllüt. Ja, hier war es geschafft und da war es geschafft und das ist doch schön. Hoppala. Ludwig, der ist ja hinter dem Gebäude, so viel ich weiß. Der Ludwig. Der hat ganz gut gefeiert. Jetzt ist er blau, jetzt ist er blau. Das war es noch nicht mal seine Frau.
Ja, er war's. Nein, er war's nicht. Doch, er war's. Der alte Ludwig. Ja. So. Ich bin wieder da. Ha, ha. Could be a mechanical trying to sabotage us. So, bitte schön. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical horde. Oh. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. 14.000 EP. Wow. Na dann. Pass auf dich auf, ne, Alter. So. Du hast erhalten Schockstab und Bitmodul mal 500. Ja, Halleluja. Ein Schockstab. Was bringst du denn, Wally? Schockstab, 168 Schaden. Mhm. Gewöhnlicher Betäubung. Mhm. Dann wechsle ich den nochmal aus. Mal gucken, wie der dann so ist. So. Das ist noch für was anderes. Dann hätte ich hier jetzt auch noch der Weltraum. Morgen, jetzt und immerfort. Berge die Arzneimittel. Ja. Versammlungszentrum. Wo ist denn das Versammlungszentrum? Ach, das war da oben, die Ecke. Alles klar, da war ich auch schon mal drin. Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt eigentlich? Warte mal. Gewicht. 106 von 120. Ach, das geht ja noch. Okay. Na 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 na, di da da da. Das Spiel, das macht so Spaß. Und den Roboter tritt ich in den Hintern. Warte mal. Irgendwie, ne? Vielleicht gibt es hier was Geheimes. Nö. Hätte er sein können. Mhm. Okay. I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. So? I think she's jealous. She don't know how to skip rocks or anything. Ja, das kenne ich auch mit dem Stein auf Wasser rufen lassen, Walla. Das habe ich auch mal gemacht. Mein Weltrekord. Uah. Nee, das habe ich. Warte mal. Ich habe. Ach, das ist der Schockstab, ne? Ja. Genau, der macht Blitze. Moment. So. Das Krabbelvieh hier, so ein komisches Vieh, was da so rumschleicht. Uah. Hat der noch was hier? Der Plünderer? Nein, der auch nicht. Dim, 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 dim. So.
dann geht es hier noch mal rein. In den Versammlungsraum. So, Versammlungsraum, die habe ich auch schon vorher mal irgendwie alle abgeknallt. Hilfe, Zimmerschlüssel aufschließen. Den haben wir. Okay. Wie schön. Ja. Und aufgestiegen. Ist das nicht schön? Olli, Toxifree. Und so. Gut, normaler Betäubungsstab. Oha. Hier ist auch noch was. Zweimal Adrano, wie Dinge da halten. Mitnehmen, jawoll. Kann ich wieder was knacken, wenn es sein muss. So, dann mal raus hier. Ist da noch was unter? Nein. Nein, Müll einmal nur. Ach, Thunfisch. Ich will da kein Thunfisch essen. So. Okidoki. Huga, Haka, Huga, Huga, Taka, Huga, da. An der Copacabana und am Katarsee. So, da hinten bei dem Turm war ich auch noch nicht, da muss ich auch noch mal hingehen. Gucken, was da ist. So, was sagt jetzt mein Tagebuch oder nicht am Tagebuch? Ich habe wieder 10 Dinge. Morgen, jetzt und immer fort. Liefere die Arzneimittel ab. Du hast eine Packung experimentelles Androgen im Versammlungsraum. Ja. Okay, zurück nach Abernathy. Dahin. Gut. Dann bin ich ja auch hier wieder mal erfolgreich vorangekommen. Ja. Ist doch mal schön. Hast du Weinbrand in der Blutbahn, kannst du hoppeln wie ein Truthahn. Wieso ist hier rot? Hallo? Ah. Okay. Das waren wieder einmal ein paar EP. Oje, oje. Und ich trinke einen Schluck Water. Das Wasser ist immer so nass.
Ach ja. Ich habe gute Laune. La 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 la. Ding dang ding dang ding ding. So. Und ich lauf, lauf, lauf. Hey, I need to talk to you. So. Hallo. Just as I was on the mend, the cannery had to go and shut down. Schnauze, ich habe die Medikamente. Let's see it. Don't keep us waiting. Bitte schön. Sweet life-giving nostrum. It's always the best. Holla, you watch. Scratch together all the bits I had around the domicile. It ain't as much as you deserve, but it's all I got. 5000 EP mal wieder. Ui, ja, 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 Alter. Okay, ich habe mein Leben riskiert, um deine zu retten, aber na, die einfüchtern. Stimmt nicht, du hast ein Geheimnis. Und Geheimnisse gibt es nicht. Umsonst. Was mache ich, das obere oder das hier? Ja. Ich habe mein Leben riskiert. Haben 500 bekommen. Oder nehmen wir einen Schüchter und sagen, nee, stimmt nicht, du hast ein Geheimnis. Und Geheimnisse gibt es nicht umsonst. Wo würde er mir vielleicht noch mehr geben können? Ich mache mal einen Schüchter. Komm her. You'd really spread me out? For what? A couple extra bits? Here, take it then. So, wie viel nochmal? 300. Alles klar. Tja. So. Und wer ist jetzt hier? Auf dieser Seite. Moment. Ah, das ist dann wieder jetzt. Okay, Moment. Tagebuch, das heißt. Ja, das wäre jetzt das. Okay, aber ich war ja ganz oben noch nicht. Wegfliegen. Ich habe jetzt hier was zum Leveln. Was könnte ich denn leveln? 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hätte ich hier insgesamt. Ich mache einmal hier auf 16, dann einmal hier bei Tarnung gehe ich auf 25, komm her, so schön abgedings. Und hier mache ich dann 30, so. Einmal hier, einmal da und dann hier nochmal. Gehe ich dann nochmal auf Fernkampf. So. Anwenden? Jawohl, anwenden. Vorteil.
Teile. Ein Punkt habe ich da wieder. Genau, den haben wir ja auch. Packesel. Erhöht deine maximale Tragkapazität um 50 Kilo. Dass ich mehr tragen kann. Jetzt habe ich 120. Wenn ich 50 dazu nehme, muss ich eigentlich auf 170 kommen. Mal gucken. Es bleibt aber da oben noch bei 120. Ja, ich weiß. Ich will das ja haben, dass ich mir schleppen kann. So, jetzt habe ich 170, genau. Gut, kann ich ein bisschen mehr rumschleppen. Ein paar Bits mehr. Huch, Moment. Was wäre das denn hier nächstes Mal? Händler und Verkaufsautomaten haben mehr Munition. Verbrauchsgegenstände und allgemeine Gegenstände im Sortiment. Hier unten ist bei 2 freigekommen. Raser. Scanner. Der Sammler. Geschleckter Verkäufer, was? Du kannst Händler dazu bringen, dir mehr Bits zu zahlen, als sie eigentlich sollten. 20%. Okay. Gepackter Packesel. Erhöht den Bonus auf die Tragkapazität und so weiter. 40 Kilogramm. Okay, der ist auch gut. Okay, dann auf jeden Fall schon mal 2 gute Sachen wieder mit bei. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, das eine war ja jetzt gut. Ich kann jetzt mehr rumtragen. Ich bin der Meinung, dass ich mal irgendwo unterwegs noch was versteckt habe, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr wo. Moment, wo gucke ich denn jetzt hier hin? Das ist darüber. Flussversteck.
Gut, ich habe schon wieder 40 Minuten auf der Uhr. Halleluja. Das heißt, ihr macht dann hier erstmal Schluss. Und dann geht es irgendwann nächstes Mal hier weiter. Ich kann ja die Häuser hier und so, die Gebäude nochmal so durchsuchen. Ich glaube, dass ich irgendwo noch was versteckt habe, was ich mal an Übergewicht mitgenommen hatte. Und wo ich das dann abgelegt habe. Sollten Gegner in der Nähe sein, wenn ich was sehe, ist klar, dann nehme ich es natürlich mit auf, ist ja klar. Also, dann würde ich erstmal sagen, ich versuche mal hier irgendwie die Häuser noch durch zu gucken und so weiter und dann da oben nochmal und so. Ja, und ansonsten bedanke ich mich erstmal für heute. Danke fürs Mitgucken und so weiter. Und dann bis zur nächsten Folge hier bei der Outer Worlds mit Parfati, Victor Marx und mit mir, dem Andy, genau. Bis zur nächsten Folge, bleib gesund oder werde gesund und dann sage ich, bye bye.